Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Der Kanal verändert sich etwas und wird von Technology Live zu Edel, 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 Edel. Von Technology Live zu Beauty Live. Nein, war nur ein kleiner Aprilscherz. Ja, mein Rasierer, der hat so ein bisschen den Geist aufgegeben. Und zwar geht es darum, in diesen Rasierern sind ja immer so hübsche kleine Lithium-Ionen-Akkus drin. Und der lag jetzt im Winter über leider Gottes einfach so rum. War nicht aufgeladen, deswegen hat er sich komplett tiefenentladen. Auch nach einem kleinen Energieschub konnte man den nicht mehr aufladen. Und deswegen habe ich hier so ein bisschen experimentiert und habe mit Hilfe von ein paar Vago-Klemmen und einem alten USB-Kabel jetzt meinen Rasierer auf USB-Strom umgebaut. Mal gucken, ob ich das so auf der Kamera draufkriege, dass man das auch sehen kann. Sobald ich den jetzt hier reinstecke, startet der Rasierer und funktioniert wieder. Das heißt, falls euch mal der Rasierer kaputt geht oder andere Geräte, die so ein bisschen Strom nur brauchen, das heißt so um die 5 Volt, wie so ein kleiner Rasierer oder was auch immer ihr so zu Hause habt, das könnt ihr ganz simpel auf USB umbauen. Und in dem Video zeige ich euch in einer ganz kurzen Form, wie ich es gemacht habe, hier bei diesem hübschen Rasierer, denn dieses Kabelchen war zwar am Anfang nett gedacht, aber das ist ziemlich useless, vor allen Dingen, weil es ziemlich kurz ist und ich die fette Powerbank da so nah dran halten muss. Bedeutet, ich zeige euch kurz, wie man hier eben so ein Kabel an so einen Rasierer ranpackt und vielleicht hilft es euch, den ein oder anderen Euro zu sparen. Ich hoffe, es war irgendwie ein bisschen lustig oder so. Ich glaube eher irgendwie nicht, aber ich wollte mir irgendwie einen April-Spaß einfallen lassen. Von daher, ja, geht es jetzt quasi weiter im Video, ganz normal mit Technology Live natürlich. Und ja, ich zeige euch, wie man hier in diesen Rasierer eine wunderhübsche USB-Mod-Zeugs reinbaut und vielleicht hilft es den einen oder anderen. Falls nicht, guckt euch eines der anderen spannenden Videos auf dem Kanal an und falls doch, ja, schreibt es doch einfach mal rein in die Kommentare. Ich würde sagen, wir legen los. So, beginnen wir mal mit der Reparatur-Action. Also ihr habt ja gesehen, vorher war dieses USB-Kabel hier dran. Das ist ein sehr einfaches mit Plus und Minus. Wenn ihr das macht, nehmt ihr höchstwahrscheinlich ein altes Handykabel. Rap, wo haben wir mal eins? Hier haben wir eins. Das wäre hier so ein Kabel, das kannst du gar nicht mehr gebrauchen. Da haben wir hier so ein altes Micro-USB-Kabel. Hier ist nicht nur Plus-Minus drin, hier sind auch Datenkabel drin. Ich klatsche das kurz mal eben einmal weg. Ja. Strippchen ziehen wir mal eben ein bisschen lang. Ja, hätte ich auch kurz auf Kamera machen können. Aber spielt in dem Fall keine Rolle, man kann es hier super gut erkennen. Wir haben jetzt hier unser USB-Kabel, haben hier jetzt einmal Plus und außenrum diese Isolierung, das ist Minus. Diese anderen Kabel hier, die könnt ihr komplett wegschneiden, die würden wir nicht mehr brauchen. Wir brauchen nur diese beiden Seiten. Ich kann jetzt hier, wie ich es vorhin schon sagte, einfach hier sogar Plus reinstecken. Zack, kann hier unten Minus reinstecken, wenn es jetzt nicht abgerissen wäre, super gut. Jetzt müssten wir es löten. Das war jetzt natürlich mein Fehler, aber um es euch mal demonstrativ zu zeigen, wenn ich hier USB-Käbelchen reinstecke und wird jetzt hier Minus, zack, zack, da dran halten, dann geht er direkt los und hat so natürlich auch jede Menge mehr Power. Jetzt, wo hier das Käbelchen leider Gottes abgerissen ist, das ist alles ein bisschen sehr filigran, muss man hier an der Stelle löten. Da kommt da nicht anders dran vorbei. Aber vom Grundsatz her, wenn ihr hier die Kabel vorsichtig abtrennt, könnt ihr hier solche Vago-Klemmen nehmen. Und egal, wie rum ihr das dann macht, ob ihr Plus hier dran macht oder Plus da dran macht oder umgekehrt, spielt keine Rolle im Fall von so einem Rasierer, weil es einfach nur hin und her wabbelt. Was ich euch hiermit zeigen wollte, ist einfach nur, dass ihr jedes Gerät dieser kleinen Art natürlich auf USB umbauen könnt. Mit Hilfe von so einem Adapter habt ihr hier sogar USB-C. Ihr könnt natürlich auch direkt ein USB-C-Kabel nehmen. Spielt alles wirklich gar keine Rolle. Wichtig ist nur, wenn solche kleinen batteriebetriebenen Geräte kaputt gehen, dann muss man nicht unbedingt einen neuen Rasierer kaufen oder was auch immer ihr für ein kleines Gerät habt mit so einer kleinen Batterie, sondern geht direkt am Motor dran, packt Plus Minus dran, hat das Ding sogar noch ein bisschen mehr Bums, denn hier aus der kleinen Batterie kommt weder viel Ampere noch viel Volt raus. Hier kommen ja nur 4,2 raus. Aus dem normalen USB-Port kommen 5 Volt raus. Das heißt, hier haben wir mehr Volt und mehr Ampere, die hinterhängen, je nach Powerbank, die ihr natürlich verwendet.
und habt so sogar noch einen besseren Rasierer als vorher. Das heißt, ihr upgradet den sogar, wenn der kaputt ist und ihr hier das Zeugs einfach rauswerft. Falls ihr Angst haben solltet, dass der Motor überhitzt, bei dieser kurzen Rasurzeit, die ihr habt, sollte das nicht passieren. Ihr könnt aber hier natürlich mit Widerständen arbeiten, um genau auf diese 4,2 Volt aus dem USB-Eingang halt raufzukommen. Ne? Das heißt, es ist eine ganz simple Sache, kann wahrscheinlich den einen oder anderen sehr viel Geld sparen, indem man einfach kaputte Geräte, die früher mit Batterie liefen, mit Lithium-Ionen-Technik, mit Akku, wie auch immer, einfach auf USB umbauen und ihr habt den Jackpot eures Lebens und habt richtig viel Geld gespart. Ich hoffe, dieses Spaßvideo hat euch gefallen. Ich hoffe, das war vielleicht sogar irgendwie sinnvoll für den einen oder anderen. Ich weiß es nicht. Ihr wollt mir nur irgendwas Hübsches einfallen lassen für den 1. April. Und ja, schreibt mir doch gerne mal rein. Konnte euch das irgendwie helfen? Nützt euch das irgendwas? Ist sowas irgendwie sinnvoll? Vielleicht werden wir in Zukunft mal häufiger gucken, dass wir irgendwie alte Geräte wieder lebendig machen bzw. nutzbar machen. Ich denke, das ist eine gute Sache für die Umwelt. Ich denke, ihr seht das auch so. Und in dem Sinne sage ich wie immer, drive long, feel free, schau dir gerne eines der nächsten Videos an, hier auf Technology Life, nicht auf Beauty Life. Ich hoffe, jeder hat das Ganze verstanden, dass es nur ein 1. April Spaß war. Dementsprechend, das ist kein April Spaß, Beauty Zeugs, April Spaß gewesen. Von daher, macht's gut, meine Freunde. Ich wünsche euch ein wunderschönes Restwochenende und habt viel Spaß mit euren E-Scooter im neuen Saisonstart 2024.